Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurz angespielt von holase-linuxgaming.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute eine Perle, ein Glanzstück, etwas ganz, ganz Tolles aus der Vergangenheit. Und zwar handelt es sich dabei um Jagged Alliance 2, ein Rundenstrategiespiel aus dem Jahre 1999, wie man hier unten sehen kann. Ist natürlich grafisch lange, lange Zeit überholt, aber, und das muss man ja auch dabei sagen, es hat eine riesige Fanbase und hat ein Spielprinzip, das ich bin mal so forsch und sage, bis heute seinesgleichen sucht oder beziehungsweise damals genreweisend war. Daraufhin kamen dann auch so Spiele zustande wie Shadow Company. Wer das nicht kennt, kann ja mal googeln. Und natürlich noch viele andere. Auf jeden Fall auch heute noch sehr, sehr beliebt. Hat eine aktive Community und natürlich gibt es den Jagged Alliance 2 Strassia Teleport, der es uns Linux-Spielern ermöglicht, nativ dieses wunderbare Spielchen zu spielen. Ich habe da schon mal was vorbereitet, eine Kleinigkeit, also jetzt nicht wirklich viel, aber zumindest, dass wir uns nicht direkt das Intro geben müssen und den ganzen Quatsch, sondern einfach mal mitten im Action-Gameplay sind. So, hier habe ich eben schon mal aufgeräumt, wie man unschwer erkennen kann. Das, was demjenigen, der das Spiel schon damals gespielt hat oder der auch eine vorige Version des Ports gespielt hat, auffallen dürfte, ist die Tatsache, dass ich dieses Spiel in 1280x720p, also in einer sehr oder relativ hohen Auflösung spielen kann. Es gab neben dem regulären Port von Tron einen weiteren Port vor kurzem. Ich habe leider vergessen von wem. Verdammt. Es sieht man auf Holase. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Wenn derjenige das liest, sieht oder mitbekommt, das tut mir echt leid. Ich werde es linken. Und der hat dann quasi das nette kleine Feature hier eingebaut, dass man eben beim Programmstart sagen kann, welche Auflösung gewählt werden soll. Und in 1280 mal X, es ist einfach unheimlich schick, es ist übersichtlich. Ich finde es grandios. Und jetzt habe ich auch genug technisch vor mich hingebrabbelt. Wir wechseln den Sektor. Und zwar eins weiter runter. Alles klar. Und wollen dann mal ein wenig aufräumen. Feind ausgemacht. Bereit halten. So, geht zum Sektor. Also das, was ihr jetzt so in etwa seht, ist auch mehr oder minder meine Lieblingstruppe, die ich mir fast immer zusammengestellt habe. Also ich habe das Spiel als, ich sag mal ganz vorsichtig, Kind gesuchtet wie blöd. Und das sind eigentlich die Jungs, mit denen ich immer eingestiegen bin. Ich habe auch immer, mal die Baumkuppen an, ich habe auch immer total kaputten von Emirates Sea, die später noch dabei kommen, die habe ich geskillt und gemacht und getan, weil ich quasi aus diesen Waschlappen eine Söldnertruppe machen wollte. War manchmal ganz schön happig und doof, aber naja, hat mir Spaß gemacht. Ich hatte sogar mal eine Phase, da bin ich durch Omerta, durch den ersten Sektor gestrunzt, der ist ja total verwüstet, und hab da die ganzen Schubladen alles wieder zugemacht, weil es dann schöner aussah, aber das gehört eher zu meiner verwirrten Jugendzeit. Lass uns nicht länger drüber reden. Jo. Storytechnisch ist schnell erklärt. Eine Insel, wie man hier sehen kann, mit Bergen und auch keiner Bahn und so, aber dafür einer Diktatorin, die das ganze Land unterjocht und kaputt macht. Und man wird quasi von einem ehemaligen Staatsoberhaupt im Exil dazu beauftragt, diese Insel von der Diktatorin zu befreien. Und das tut man eben mit Unterstützung einer Söldnerfirma namens ARM. Da heuert man diverse Leute an oder erstellt einen eigenen Charakter. Das ist jetzt zum Beispiel er hier auf dem Dach. Das ist meiner, oder sprich, das bin ich. Und dann fängt man quasi an und räumt hier mal so richtig schön auf. Und dem kann ich jetzt nur in den Kopf schießen, weil ich nicht auf Torso und Beine zielen kann. Ah, schauen wir mal, ob das funktioniert. Wer hätte es gedacht? Da überlebt die blöde Sau einfach eine 9mm Kugel. Wo kommen wir denn da hin? Zack, minus 51. Gute Nacht. Und mit einem super freue ich mich über diesen Tötungsakt. Stellen wir nochmal den lieben Ryder und den... Ne, den Mediziner sollten wir vielleicht lieber nicht dahin stellen. Aber die gute Raven. Ja, das liebe Spiel war damals, als es rauskam, noch lange nicht ausgereift. Wurde auch diverse Male gepatcht. Ich hatte so eine Bundle-Version gekauft.
die einen quasi dann im Nachhinein dazu verpflichtet hat, zu patchen. Also ich weiß ganz genau, ich hatte mal irgendwie die 1.00-Version in die Hand bekommen. Damals. Und die lief prinzipiell. Die lief zwar buggy, aber sie lief. Und auf dieser Bundle-Version, die ich mir da gekauft habe, das ist irgendwie, das ist gestartet und ist wieder abgestürzt. Also sie haben es quasi extra verbuggt, damit man gezwungen ist, den Patch, auf der CD mitgeliefert wird, zu installieren. Irgend sowas in der Art oder auch in der Installationsroutine erzählt. Naja. Ja. Ja, ja, der schöne kleine SDL-Port. Ja. Also momentan habe ich einen absoluten Retro-Flash. Einfach, ja, wie gesagt, jahrelang gesuchtet, das Ding. Zu meiner Bescheidenheit, ich muss es zugeben, nie durchgespielt. Nicht mal auf einfach. Weil es nachher einfach selbst auf einfach so brockenschwer ist, diese blöde Hauptstadt einzumarschieren. Und dann auch noch dieses, was mich am meisten angekotzt hat, ist, dass die Leute so ungeduldig sind. Man hat immer so eine gewisse, ich mach das gerade mal auf, man hat hier so verschiedene Städte und die, ja, hier sieht man es, und die haben eine gewisse Loyalität. Und wenn man sich zu viel Zeit lässt oder zu viele Nebenquests macht, dann sinkt diese Loyalität, man kann keine Miliz mehr anstellen, die Minen werfen weniger ab, weil sich die Leute nicht mehr für ein Zeug legen, man verliert Geld und irgendwann wollen halt die hier auch weiter bezahlt werden und dann legt man sich halt gepflegt aufs Maul. Sprich, man steht auch noch unter einem gewissen Zeitdruck. Und das nervt. Und wenn man dann so vor Meduna steht, hat kein Geld mehr, um Raketenwerfer zu kaufen und wird von Panzern belagert und bla. Ach, sieht man sich schon, Ojemine. Naja, dann, da möchte so mancher mal eben zu Cheat greifen. Also, habe ich nie gemacht. Wie gesagt, ich habe mich mal direkt vor Meduna gecheatet, ich erinnere mich. Vor Daedrenna, also das ist diese Diktatorin. Habe ich mich mal direkt vor sie gecheatet und habe sie erschossen. Das waren noch Zeiten damals, als ich Daedrenna erschoss. Ach ja, wenn das jemand aus dem Kontext reißt, gehe ich in Bau. So. Ja, ich bin ein bisschen weit weg, selbst mit der MP5, die mir ja? die lieben Jungs von BSE in die Hand gedrückt haben. Ja. Schade eigentlich. So, Raven als Top-Schützin, ja, vielleicht nicht ganz nach vorne, sonst kann sie sich nicht mehr hinlegen. Zack. Ich höre. Ja. Und das ist natürlich genau meine Art von Spiel. Ich meine, wer meine Ego-Shooter-Videos kennt, der weiß, dass ich ja dazu neige, sehr schnell abgelenkt zu sein und dann spieltechnisch, also A, rede ich nur noch Müll und spieltechnisch bin ich nicht mehr zu gebrauchen. Und das hier, Rundenstrategie, setzen, überlegen, setzen, überlegen. Da kommt schon eher drauf klar. Uiuiui, ich weiß aber nicht, wie lange das da oben noch gut geht. Das pumpt Adrenalin ins Blut. Das Blut. Da war es wohl knapp. Ja. Ich weiß gar nicht, was mich die ganzen, ich sag mal, Jahre davon abgehalten hat, diesen Port zu installieren. Vielleicht war es den Aufwand, den ich befürchtet habe. Ich habe aber eine ganz tolle Beschreibung gefunden. Also neben der ganz tollen Beschreibung auf Hollase-Linux-Gaming.de natürlich, die das Ganze unheimlich einfach darstellt. Und ich weiß nicht, das hat 10 Minuten gedauert. Also selbst mit Make, also mit Selbstkompilieren, wirklich nicht viel Zeit in Anspruch genommen. Naja, 10 Minuten ist ein bisschen wenig. Sagen wir eine halbe Stunde. Der geübte Linuxer ist wahrscheinlich schneller. Aber ich würde nie von mir behaupten, dass ich großartig geübt bin. Ja, ja. Lass mal den lieben Ryder weiterlaufen. Okay. Vielleicht sollte ich mich nicht vor einem Fass verstecken. Das ist so ungesund, wenn die Pfeffer hochgehen. Ja. Ja, ja. Und was das kurz angespielt angeht, ich würde sagen, den Sektor machen wir noch schön sauber. Oh, da kriegt Ryder mal direkt in die Seite geschossen. Und dann ist die Sache auch gut. Dann gehe ich vielleicht nochmal kurz auf den Laptop ein und zeig noch ein paar andere Spielmechaniken. Mal schauen, wie ich Bock hab. Bock und Lust und Zeit. Mal kicken, mal kicken, mal kicken. Es ist immer schwierig, richtige Mittelmaß zu finden. Ah, verdammt. Das richtige Mittelmaß zu finden aus dem Titel kurz angespielt. Man will ja da nicht 3 Tage Video drehen. Und halt dem Zeigen aller möglichen Funktionen und Eigenarten des Spiels.
Es ist manchmal nicht einfach. Naja. Und so kann es dann auch mal dazu kommen, dass so ein kurz angespielt ein paar Minuten länger ist als kurz. Verdammt, ey, hätte ich mich ja nicht auf dieses blöde Dach geflänzt. Ja. Wo ist denn hier die Topschützin? Komm doch mal näher, gute Frau. Du sollst nicht den Kühlschrank öffnen. Ah. Zack. Ja, ich hätte ihr vielleicht die MP5 geben sollen, allein schon, weil die MP5 mehr Reichweite hat als diese Handfeuerwaffe. Oh, aber ich bin halt ein kleiner Egomane. Und wenn ich mir schon einen Charakter mache, der mir ähnlich sehen soll, dann kriegt er natürlich auch die beste Waffe. Egal, was das spieltechnisch für Konsequenzen hat. Ma, mach den doch tot. Gut, okay, du willst nicht treffen, dann schießt halt Raider auf ihn. Sehr schön. Und, kommen wir noch zu noch einer Kleinigkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist, aber ich habe das Gefühl, wenn man diesen weißen Kreis zieht mit der rechten Maustaste, zielt der Charakter besser, als wenn man nochmal drückt und dieser Kreis gelb wird. Aber ich weiß es nicht genau. Okay, das war jetzt der Vorführeffekt. Natürlich treffe ich, wenn er gelb wird. Und er freut sich, die Moral geht hoch, einer weniger. Ja. Ja? Mein, was macht denn mein Leibarzt hier hinten? Der steht immer noch da rum und chillt. Machen wir mal Stealth-Mode aus. Okay. Kann er auch mal ein bisschen Action haben. Ja. Die gute Ira mit ihrer Desert Eagle, die packen wir auch mal an die Front. Nicht, dass die gute Frau schießen könnte, nee. Um Gottes Willen. Es fehlt eigentlich nur, dass er anfängt, sich mit der Desert Eagle die in den Ohren rumzupulen. Ja. Mit einem, Verweis auf Chief Wiggum von den Simpsons. So. Und du hast immer noch nicht die... Oh. Wie ist denn die Taste für... Ich glaube, Tab war das. Jawohl. Lässt sich extrem gut mit Shortcuts spielen. Hat man sehr schnell raus. Also solche Kleinigkeiten wie Z für Stealth Mode, Tab für Ebenen. Mit der Tastatur scrollen. Das ist alles super. Was eigentlich, was ich noch suche, ist, ist der Reload-Button. Also, dass man den Leuten sagt, sie sollen die Waffe nachladen. Weil R ist es nicht und ich habe noch nicht nachgesucht. Meine Kanone ist leer. Ja, gut. Jetzt hat der blöde Idiot natürlich die falschen Magazine dabei. Das heißt, er hat nicht genug AP, um hier irgendwas zu reißen. Gut, dann, Raider kann die Haltung nicht ändern. Warum nicht? Ist ja nichts vor ihm. Na gut. Nicht weiter wichtig. Chrissy robbt an die Front. Robbie Rob. Auch schon eben mal kurz angeschossen worden, aber ich höre. Verbunden. Und wie lange Raider hier noch mitmacht, der hat kein Erste-Hilfe-Zeug dabei. Das hätte ihm vielleicht mal geben sollen. Naja. Nächster Zug. So, top. Ma, leg den Typ doch mal um. Ich höre. Ma. Achso, zack, zack. Ja. Gott. Geht doch. Super. Schlecht. Wie lange will er noch rumliegen? Der Strusher Teleport. Bringt das Spielprinzip von... Ach, leck mich am Arsch. Nicht von hinten. Oh, nicht von hinten. Das macht mich nervös. Scheiße. Toll. Gut. Dann verkrümel dich mal vor dem Baum. Da stehst du einigermaßen sicher. Also man kann auch das umliegende Terrain als Deckung nutzen, sowohl als Sichtschutz als auch wirklich als Deckung. Ist ganz nett, wenn man dann wirklich dahinter liegt und auf einmal knatscht die Kugel. Ich glaube, die trifft mich trotzdem gegen den Baum anstatt gegen den Spieler. Ira kann ihre Haltung nicht ändern, aber der MD. Ja? Zack. Ich höre. So, Raider sieht weiterhin immer nur noch den da. Komm, schieß, Junge. Ma. Fantastisch! Sie freut sich immer, wenn sie tötet. Ach, das sind mir die Richtigen. Kann man einer Frau böse sein, wenn sie sich freut, dass sie tötet? Ist doch super. Dann leg ich mal hier ins Eck. Jetzt mal ein bisschen gucken. Zack. So, du bewachst alles. Und die Ira kann eh nix. Der Grizzly kann sich ja mal umdrehen, gefleischt. So. Mal 3-4 Schritte näher an den bösen Mann da oben dran. Zack, da fliegen die Kugeln. Ja? Hier komm, du kleiner Arzt. Du kannst zwar nichts, aber. Mit deinen 38er Kackrevolver, eine schlechteste Waffe im Spiel. Ich glaube, selbst Wurfmesser haben mehr Schaden. Error! Desert Eagle ihn weg. Oh! What the f. Moment mal.
Ist das wirklich? Ja, es ist Ira. Faszinierend, die trifft. Was ist mit der los? Wasch den Halos. Die macht ihn platt. Nimm das. Gut. Gut. Das war der letzte. Geil. Automatische Erste Hilfe? Ja, selbstverständlich. Geilste Option ever. Auto Erste Hilfe. Irgendwo ist jemand umgefallen. Ich hab's genau gehört, das war das Umfallgeräusch. Warum fällt hier jemand um? Hier ist ein hübsches, zerbombtes Stück Rollbahn. Unsere frühere Sportflugbahn. Ob sie es glauben oder nicht, es gab eine Zeit, als die Leute sie zum Vergnügen benutzt haben. Das war, bevor die Herrin sie zerstörte. Ist gut! So, Kinder, jetzt gehen wir nochmal kurz Leichen flattern, dann schaue ich nochmal ein paar andere Spielprinzipien an. Hierher. Ah, schön, Munition. Hierher. Und ein Erste-Hilfe-Kasten. Eben noch von gesprochen. Raider. Ich alter Lutscher, hol dir deinen Erste-Hilfe-Kasten. Hast du dir verdient. Und da kommen auch schon die Zivilisten und wollen mal gucken, wer hier gerade rumgeballert hat. Ist eigentlich total geil, ne? Die haben noch nicht ein Wort mit uns gewechselt. Wir könnten irgendwie Terroristen oder eine Räubergruppe oder irgendein Scheiß sein und die kommen halt mal vorbeigestrunzt. Alles klar. Mit denen kann man sich auch unterhalten, hat aber wenig Zweck. Die sagen immer nur so komische Texte. Manchmal geben sie auch ein paar nette Infos ab, also so Sidekick-Infos, die nicht wirklich missionsrelevant sind, aber den Spieler halt irgendwie auf ein paar Sachen aufmerksam machen. Aber, naja. Okay, das zum aktuellen Action-Gameplay. Man hat verschiedene Charaktere. Ich gehe mal in die Übersicht, das ist vielleicht besser. Oder anders gesagt, auf den Laptop. Nee, das ist gar nicht der Laptop. Naja, man hat auch verschiedene Charaktere mit verschiedenen Stats, die man da oben einsehen kann. Der interessanteste Stat ist natürlich weiterhin die Gesundheit. Nee, das Geschicklichkeit, egal. Gesundheit hier ist auch ein Start. Und selbstverständlich die Treffsicherheit. Und ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, alles andere ist nebensächlich. Wobei man, wenn man ehrlich ist, irgendwann den, wenn man keinen Arzt dabei hat, diese Fähigkeit dann doch vermisst, weil dann sterben einem die Leute weg. Mein Konto ist relativ leer. Die Kollegen hier wollen auch bezahlt werden. Die Vertragsläufe sind noch eine Woche gültig. Ja, Übersichtskarte, verschiedene Sektoren, die paar Minen, von denen man dann später Geld bekommen wird. Hier ist dann die nächste gleich. Sie haben gar keine Maliz. Ja, müsste ich noch machen. Gar keinen Bock. Flugsicherheitszonen, Gegenstände anzeigen kann man quasi, das ist ganz nett, aus dem Sektor heraus den Leuten Sachen ins Inventar packen. Ist ganz toll, wenn man irgendwie keinen Bock hat, im Sektor rumzurennen und die Sachen manuell aufzuheben. Verschiedene Map-Level gibt's, also man kann nachher noch in den Untergrund rumwandern. Ja, gehen wir zum tollen Notebook mit einem Betriebssystem, was irgendwie ein bisschen erinnert an Windows 3.11, aber trotzdem schön ist. So, E-Mail, Web, AIM, das ist hier diese Söldnerbörse, wo man sich dann neue Leute dazu kaufen könnte, wenn man das denn möchte. Die ganzen Patschnasen hier. Im Moment noch uninteressant. BSE ist der Laden, wo ich mir meinen eigenen Söldner machen konnte. Ich denke mal, der Code wird nicht mehr funktionieren. Genau, das habe ich bereits gemacht. Meine Dateien, ein Aufklärungsbericht, da kann man ein bisschen was über die Insel lernen, wo man sich so hinbegibt. Meine aktuelle Personalübersicht, inklusive eigens... Oh, meine Fähigkeiten sind Schleichen und Nachteinsatz. Geil, habe ich ja gut geskillt. Und meine Treffsicherheit hat sich um eins verbessert eben. Hurra! Geilo Milo! Naja. Okay. Finanzübersicht. Ira hat Geld angelegt. $10. Stimmt, die habe ich gefunden irgendwo in einem Schutthaus, nachher. Eben. Gut. Das waren noch Zeiten, als ich im Schutthaus unterwegs war. Ganzen Tasks mal zumachen, bevor der Prozessor überhitzt. Was ich als Pseudo-Nerd ganz nett finde, ist natürlich die Marke des Notebooks. Hier, ENIAC und so. Daumen hoch. Gut, gut. Was gibt es noch? Hier bin ich durch, da bin ich durch. Optionen, bla bla bla. Und, fertig. Ich glaube, viel mehr gibt es jetzt im Moment eigentlich nicht zu dem Spiel zu sagen. Ich habe ein bisschen was gezeigt. Konnte dem einen oder anderen, der das vielleicht noch irgendwo verstaubend im Regal liegen hat oder sogar in irgendeiner Kellerkiste oder keine Ahnung, vielleicht nochmal dazu bringen, die ganze Sache auszugraben. Wenn ihr die Windows-Version habt, macht es einfach. Zieht euch das Teil, geht nach der Beschreibung vor, die ich verlinken werde. Und ja, gebt euch dieses Classic, gebt euch dieses Spiel, was 14 Jahre nach seiner Veröffentlichung in meines Erachtens weiterhin absolut großartig ist.
Ich denke mal, ich werde jetzt auch noch mal ein paar Tage dranhängen, ob ich diesmal versuche, es durchzuspielen. Immerhin bin ich ja jetzt erwachsen. Mal schauen. Überlege ich mir noch, wenn es soweit ist. Ist ja auch ein zeitlicher Faktor. Es ist extrem umfangreich. Also zwangsweise muss man von diesem Hauptziel, Deadrunner oder die Diktatoren zu stürzen, auch mal abweichen und muss halt auch darauf eingehen, was die Leute hier von einem wollen. Zum Beispiel haben uns die Rebellen in Omerta gesagt, dass wir die Handelsroute oder die Route nach Drassen sichern sollen, damit Nahrung hier transportiert werden können. Was uns ja eigentlich gar nicht tangiert, weil wir wollen ja eigentlich hier unten einmarschieren. Aber naja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Gut, das soll's gewesen sein. Ihr habt alles gesehen, was es zu zeigen gibt. Die hohe Auflösung und das Gameplay generell. Hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Ich würde sagen, bis zum allernächsten Mal. Macht das gut. Haut da rein und tschüss. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Und natürlich schaut mal vorbei auf holase-linuxgaming.de. Da gibt es einen recht umfangreichen Artikel zu diesem grandiosen Spielchen. Ciao, ciao. Hier. Alles klar. Alles klar.